Ein sehr herzliches Willkommen an Jürgen Todenhöfer. Schön, dass Sie da sind, Herr Todenhöfer. Einer der wichtigsten deutschen Medienmanager. Aber das soll uns gar nicht weiter beschäftigen, weil hier geht es nicht um Ihren Job, sondern um Ihr Engagement. Der Titel des Buches heißt »Warum tötest du Said?« als Frage formuliert. Was haben Sie für eine Antwort bekommen? Ja, da muss man die Geschichte von Said erzählen. Said ist ein 22-jähriger Student, der mit diesem Krieg nichts zu tun haben möchte. Said hat 12 Jahre lang schwerste Sanktionen erlebt. Das heißt, es gibt nichts Richtiges zu essen. Es gibt kaum noch Medikamente im Irak. Und er kann sich nicht vorstellen, dass es gegen dieses am Boden liegende Land einen Krieg gibt. Und dann schlagen dann doch irgendwann in seiner Heimatstadt Ramadi die Bomben ein. Und Said beschließt mit seinen beiden Brüdern, sich trotzdem nicht am Widerstand zu beteiligen. Er will studieren. Und er zieht es durch. Und 3 Jahre später, im Sommer 2006, wird sein zweitjüngster Bruder auf offener Straße früh morgens von amerikanischen Scharfschützen von hinten erschossen. Und Said hat jetzt noch einen Bruder, der heißt Karim. Und die beiden beschließen sich immer noch nicht am Krieg zu beteiligen, ganz anders als ihre jungen Freunde, die im Widerstand sind gegen die Amerikaner. Und dann schlägt im Winter 2006 ganz nah neben dem Haus der Familie von Said eine Bombe ein. Die Familie läuft in Panik zu einem Haus eines Onkels, der ein paar hundert Meter entfernt wohnt. Und als sie dort ankommen, stellen sie fest, sie haben vergessen, die Heizöfen auszustellen. Und diese Heizöfen werden mit Kerosin beheizt. Und Kerosin ist sehr teuer im Irak inzwischen. Und da die Öfen alt sind, ist das auch gefährlich. Und der kleine Bruder beschließt, zurückzulaufen zum Haus und die Heizöfen auszustellen. Und er geht raus, er öffnet die Tür, Said ruft ihm noch zu, pass auf dich auf. Und in dem Augenblick wird Karim 30 Meter vor dem Haus von amerikanischen Schützen erschossen. Und dieser junge Said, über den ich schreibe, der versucht nach draußen zu stürzen. Er will seinen Bruder reinholen. Aber alle halten ihn fest, weil sie Angst haben, dass er jetzt auch erschossen wird. Denn die ganze Nacht wird geschossen. Und die ganze Nacht steht die Familie an einem Fenster und sieht draußen, wie ihr 19-jähriger Sohn und Bruder verblutet. Und erst im Morgengrauen kann die Familie Karim bergen. Er wird am Nachmittag beerdigt und in diesem Augenblick, bei der Beerdigung seines letzten Bruders, schließt sich Said dem Widerstand an, dem Widerstand gegen die amerikanische Besatzung. Weil er es nicht mehr aushält, weil er sagt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss ich. Weil er sagt, ich muss einen Beitrag leisten, dass junge Iraker und irakische Familien nicht mehr getötet werden. Können Sie ihn verstehen? Ich glaube, Said und ich, wir sind keine dicken Freunde geworden, weil ich bin eher ein Anhänger von Martin Luther King oder Gandhi. Und trotzdem ist es sehr, sehr schwer, ihn nicht zu verstehen. Wenn Sie an Ihre Reise denken, die Sie in den Irak gemacht haben, welche Bilder fallen Ihnen zuerst ein, wenn Sie daran denken? Welche Bilder haben sich so eingebrannt, dass Sie die nie vergessen werden? Mir fallen ein die Bilder zerstörter Häuser. Mir fallen ein riesige Mauern, die überall an den Grenzen aufgebaut sind. Mir fallen ein die ständigen Polizeikontrollen. Wir sind immer wieder von Polizeiwagen angehalten worden, die ihre Maschinenpistolen auf unser Auto gerichtet haben. Mir fallen ein sehr unglückliche Familien, ein leidendes Land und mir fällt vor allem ein eine Mutter, die Mutter eines Freundes, die ein Plädoyer hält für Said und die sagt, wer denkt eigentlich im Westen an die Mütter im Irak, die ihre Kinder verlieren. Man geht davon aus, dass inzwischen 1,2 Millionen Iraker, irakische Zivilisten getötet worden sind in diesem Krieg. Nachdem die Amerikaner reingegangen sind. Das heißt, man muss sich, wenn man mal an die Deutschen... Ist es zynisch, das zu vergleichen mit den Opferzahlen unter Saddam Hussein? Also für mich war Saddam Hussein ein grausamer Diktator, ein Verbrecher. Deswegen, ich war ja auch... Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ungefähr 250.000 Tote. 290.000. 290.000. Und das verglichen mit jetzt 1,2 Millionen. Also ist das zynisch, das zu vergleichen? Ich würde das nicht vergleichen. Aber ich habe mich auch immer geweigert, bei meinen Besuchen vor dem Krieg Saddam Hussein zu treffen oder ein anderes Mitglied der Regierung zu treffen. Aber ich finde zynisch die Diskussion im Westen, die wir haben. Wir sprechen ja ständig über die Gewalttätigkeit der muslimischen Welt. Und wir hatten ja gerade die No Angels hier und da ist auch eine junge Muslimin dabei. Und wir tun so, als sei das Problem unserer Zeit, die Gewalttätigkeit der muslimischen Welt. Ich will Ihnen mal 2 Zahlen nennen, bitte. Obwohl ich weiß,
dass man Schicksale nicht mit Zahlen beschreiben kann. Die Terrorbande Al-Qaida hat 5000 westliche Zivilisten ermordet in 20 Jahren. Und ich habe mit... Die meisten davon auf einen Schlag. In fast 3000 am 11. September. Und ich habe mit Angehörigen der Opfer des World Trade Centers gesprochen, mehrere Gespräche geführt und war tief erschüttert, weil hinter jedem dieser 5000 Menschen, die Al-Qaida ermordet hat, steckt eine Familie, ein Freundeskreis, steckt eine große Tragödie. Und deswegen sind Al-Qaida für mich auch keine Freiheitskämpfer, keine Widerstandskämpfer, keine Mujahideen, sondern das sind Mörder. Aber der amerikanische Präsident hat im Irak nicht 5000 Zivilisten getötet, er hat mehrere hunderttausend Zivilisten getötet. Und es gehört schon eine unglaubliche Überheblichkeit dazu, zu sagen, das Problem unserer Zeit sei die Gewalt der muslimischen Welt. Das Problem unserer Zeit ist die Gewalttätigkeit einiger westlicher Länder. Gibt es bei uns, oder stellen Sie sowas fest, dass es fast eine Art, man soll vorsichtig sein mit dem Wort, aber fast eine Art von Rassismus gegenüber dem Islam gibt? Es gibt Äußerungen von westlichen, nicht nur deutschen, sondern niederländischen, amerikanischen Politikern, die aus meiner Sicht ganz klar rassistische Züge tragen. Und wir haben die muslimische Welt, wir haben auch andere Welten. Im Grunde behandelt wie Untermenschen, manchmal wie halb, Sartre sagt, wie der berühmte französische Philosoph sagt, wie Halbaffen. Und wenn Sie mal feststellen, auf welchen Seiten es inzwischen steht, wenn 20 oder 30 oder 40 Iraker zufällig bei einem Bombenangriff der Amerikaner getötet werden, stellen Sie fest, dass für viele Menschen das Leben eines Irakers nicht viel wert ist. Ich hatte ein wunderbares Gespräch mit einer großen jüdischen Schriftstellerin kurz vor ihrem Tod, Susan Sontag. Sie ist Amerikanerin. Und ich habe ihr mal gesagt, ich habe den Eindruck, dass ein Amerikaner mindestens so viel wert ist wie 10 Iraker. Und dann hat sie gesagt, so ein Quatsch. Ein Amerikaner ist so viel wert wie 1000 Iraker. Und sie war genauso traurig darüber wie ich. Woher kommt diese verschobene Wahrnehmung? Sind wir da einfach einer Kriegsmarketingmaschinerie erlegen? Weil wir alle wissen ja sozusagen aus unserem normalen Leben, dass dieses Leben so viel wert ist wie jenes Leben. Warum wirkt das bei uns anders? Ich glaube, dass wir uns mit einer in einer Lebenslüge sehr bequem eingerichtet haben. Und diese Lebenslüge heißt eben, die anderen, wir sind die Guten, wir sind die Edlen, wir sind die Hilfreichen. Und die Wirklichkeit ist anders. Und das ist natürlich schwierig, nach einer so fröhlichen Sendung so ernste Dinge zu sagen. Aber es ist alles Teil des Lebens, also insofern passt das schon her. Ich glaube, dass wir im Westen die Welt nicht erobert haben durch die Großartigkeit unserer Ideen, die Großartigkeit unserer Werte, die Großartigkeit unserer Religion, sondern dadurch, dass wir viel gnadenloser Gewalt angewendet haben als andere. Und wenn ich jetzt noch ein Stückchen ernster werden darf, es waren ja keine Muslime, die auf Kreuzzügen 4 Millionen Menschen massakriert haben. Es waren keine Muslime, die im Kolonialismus 50 Millionen Menschen umgebracht haben. Und es waren auch keine Muslime, die den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mit 70 Millionen Toten angefangen haben. Und es waren keine Muslime, die 6 Millionen Juden umgebracht haben. Sondern es war die Gewalttätigkeit der westlichen Welt. Und man muss das einfach mal festhalten. Und ich glaube, man muss auf der einen Seite die Vergangenheit bewältigen, aber man muss auch die Gegenwart bewältigen. Und wenn man über die Opfer von Al-Qaida spricht, und ich wiederhole nochmal, für mich sind Al-Qaida-Täter Mörder, dann muss man auch über die Opfer der westlichen Politik im Irak und in Afghanistan sprechen. Ich will es nicht künstlich runterbrechen, aber... Ich will das weder verharmlosen noch künstlich vereinfachen, nur um eine einfache Frage zu stellen. Macht es uns Angst, weil es uns so fremd ist? Und wäre eigentlich das Beste, wenn man sich mehr austauschen würde, mehr voneinander wüsste? Ich glaube, das Hauptproblem besteht darin, dass die meisten Menschen, die über diese Länder sprechen, die über den Irak sprechen oder über Afghanistan sprechen, noch nie in diesen Ländern waren. Das zentrale Problem der Politik unserer Tage ist,
dass kein einziger amerikanischer Politiker jemals eine Woche oder 5 Tage, wie ich mir das erlaubt habe, in einer irakischen Familie verbracht hat. Kein einziger französischer Politiker war einmal 5 Tage in einer irakischen oder auch afghanischen Familie. Und auch kein deutscher Politiker. Ist ja, und das ist das Kern. Die werden eingeflogen, dann wird da ein bisschen Zauber gemacht, sodass alles schön sauber aussieht. Dann gibt es eine Pressekonferenz, dann fliegen die wieder nach Hause. Ich habe das in Ramadi, wo ich war, selber erlebt. Da gab es einen ganz streng militärisch abgesicherten Bereich. Da wurden amerikanische Senatoren eingeflogen, 2 Stunden. Und die sagten dann, die Elektrizitätsversorgung ist fabelhaft, den Menschen geht's gut. Gekämpft wird hier nicht mehr. Und ich habe dann nachts oben am Himmel gesehen, wie Hubschrauber geschossen haben. Und die Elektrizitätsversorgung war so, dass ich wie fast alle Iraker nachts im Freien übernachten musste. Das heißt, wir haben alle auf Wiesen übernachtet, weil es eben keine Elektrizitätsversorgung gibt. Weil es im Haus nicht auszuhalten ist wegen der Hitze. Ja, weil wir 50 Grad Temperatur hatten. Wenn Sie selbst Informationen von dort bekommen, in der Hauptsache ja von Journalisten, wir alle leben von den Informationen, die Journalisten uns bringen, glauben Sie denen? Es gibt unter Ihren Zuschauern heute Abend keinen einzigen, der jemals den wahren Krieg im Irak gesehen hat. Und jetzt muss ich nochmal Zahlen zur Hilfe nehmen. Es gibt im Irak etwa 100.000 richtige Widerstandskämpfer, Freiheitskämpfer, die keine Zivilisten umbringen, sondern die gegen die Besatzung der Amerikaner kämpfen. Und es gibt 1.000, also ein Hundertstel, 1.000 Al-Qaida-Kämpfer. Und diese Al-Qaida-Kämpfer, sagte ich Ihnen vorhin schon, sind für mich Mörder. Sie sind übrigens zu 80-90% keine Iraker, sondern sie sind Ausländer. Das sagt selbst die amerikanische Militärführung. Und es gibt... Und jetzt führe ich Sie in die Details dieses Krieges ein. Es gibt jeden Tag durchschnittlich etwa 100 Aktionen der amerikanischen Besatzung. Das sind Razzien, Schießereien, Bombardierungen. Ich habe einige davon selber erlebt. Und es gibt auch etwa 100 Aktionen des Widerstandes. Dieses Widerstandes, der nur gegen die Amerikaner kämpft und der nie gegen Zivilpersonen kämpft und der Al-Qaida verachtet und der mit denen nichts zu tun haben will. Und jetzt frage ich Sie, was sehen Sie im Fernsehen? Sie sehen nicht die 100 Aktionen der Widerstandskämpfer. Sie sehen nicht die 100 Aktionen der amerikanischen Truppen. Sie sehen die 1 oder 2 oder 3 widerlichen Selbstmordattentate ausländischer Terroristen. Und warum sehen Sie die im Fernsehen? Sie sehen die im Fernsehen, weil die amerikanische Regierung diese Selbstmordanschläge der 1000 Al-Qaida-Terroristen im Irak braucht, um diesen Krieg in Amerika rechtfertigen zu können. Das heißt, Sie sehen nicht den wahren Krieg. Immer wieder Legitimation. Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs noch mal zu Said kommen. Sie haben gesagt, dicke Kumpels sind Sie nicht geworden. Aber vermutlich wissen Sie doch, wovon der träumt, was der gerne möchte. Können Sie mir sagen, wovon er träumt? Und glauben Sie, zweiter Teil der Frage, dass die Träume mal in Erfüllung gehen? Said träumt davon, dass es in seinem Land Frieden gibt. Said träumt davon, dass er einen richtig tollen Job bekommt. Und da Said Fußballer ist, träumt er davon, dass er einmal bei einem ganz großen Fußballspiel im Westen dabei sein kann. Er hat ganz bescheidene Träume. Und immer, wenn ich ihm gesagt habe, und er träumt von einer großen Familie. Mhm. Er ist Sunnit, er würde eine Schiitin heiraten, er würde auch eine Christin heiraten. Mhm. Und als ich ihn zum Beispiel gefragt habe, würdest du eine Schiitin heiraten oder würdest du eine Christin heiraten, dann hat er gesagt, ihr habt Fragen im Westen. Dieser Junge, der 22 Jahre alt ist, der diesen Krieg nie gewollt hat, der hat dieselben Träume wie Sie. Der möchte wie Sie bei einem spannenden Fußballspiel dabei sein und eine große Familie haben mit einer lieben Frau. Herr Todenhöfer, ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie erneut zu mir in die Sendung gekommen sind. Ich finde das ganz beeindruckend, wie Sie sich da engagieren. Und ich weiß, dass das sehr beeindruckend zu lesen ist, was Sie da niedergeschrieben haben. Das Buch heißt, Warum tötest du Said? Dr. Jürgen Todenhöfer. Danke. Thank you.